Region Oriental war das Ziel unserer medizinischen Tour 2018. Dieser Teil Marokkos liegt nordöstlich und ist bekannt für sein Handwerk, seine Wirtschafts- und Industriegebiete. Circa 2,5 Millionen Menschen leben hier an der Grenze zu Algerien. Oujda, einer der schönsten Städte Marokkos, ist die Hauptstadt. Hallo ihr Lieben, herzlich willkommen auf der medizinischen Tour im Rif-Gebiet. Wir sind gestern in Oujda angekommen und zwar dieses Jahr kooperiert Amana e.V. mit DMK und C. Troisem. Wir fangen mit Oujda an, gehen weiter nach Birkan, Sedia und es geht weiter dann mit Nabwa. In Sidi Yahya bei Oujda in Kooperation mit der Foundation El Hayat wurden wir wie immer vom lokalen Team aus Ärzten, Schwestern, vielen Helfern herzlichst empfangen. الجولة الطبية بجهة الشرق جات من مدينة الداخلة حيث شاركنا معهم بمدينة الداخلة طورت الفكرة من بعد وافتتحنا الجولة بهذا المركز مركز الحياة رمز وعنوان الخير بالمنطقة اللي الناس ديالها كيسهلوا كل الخير Der Ablauf des Tages war gut organisiert. Die Versorgung und Behandlung der Patienten, darunter viele Kinder, Frauen und ältere Menschen, lief geordnet ab. Mein Name ist Dr. Urte Sommerwerk, ich bin Pneumologin und ich war heute mit auf dem ersten Tag in Oujda in einer Tagesklinik. Wir haben sehr viele Patienten gesehen, die haben bereits vor dem Tor auf uns gewartet und wir haben sehr viele Spezialisten hier in Oujda, einzelne Patienten gesehen. Ich als Pneumologin habe viele Patienten mit Atemnot gesehen, Luftnot, mit Brustschmerzen oder mit irgendwelchen Allergien. Mir ist aufgefallen, dass viele Patienten schon mal woanders vorher gewesen sind und die ganz gute Diagnosen hatten. Und teilweise waren Patienten, die überhaupt gar keine Medikamente überhaupt jemals bekommen haben. Gewundert habe ich mich darüber, dass sehr relativ wenig Patienten rauchen. Das fand ich auffällig, aber wir haben viele Patienten auch gesehen, die im Bergbau arbeiten und die dadurch Luftnotbeschwerden haben. Wir konnten einige Medikamente vergeben, aber viele Sachen fehlen einfach auch. Ich bin Nureddin, Kardiologe, habe heute einige Patienten gesehen, viele mit Beschwerden in der Brust. Nicht alles wirklich kardiologisch, aber einige wenige sicher mit einem Herzerkrankung. Einen Patienten haben wir für eine Herz-Bypass-Operation vorgeschlagen und letztlich viele Menschen mit Allgemeinbeschwerden. Ich hoffe, dass wir dem einen oder anderen mit heute helfen konnten. Wie jedes Jahr konnten wir eine mobile Apotheke mit allen notwendigen Medikamenten und dieses Jahr erstmalig zusätzlich eine radiologische mobile Station für Röntgenuntersuchungen der Patienten anbieten. Der Vorsitzende der Foundation El Hayat, Hisham Srer, erfreute uns mit seiner Anwesenheit und seiner sehr angenehmen Gastfreundschaft. Das neu eröffnete Krankenhaus in Jrada war unser nächstes Ziel. Diese Stadt ist bekannt für seine Bodenschätze und seine zahlreichen Kohlenminen. Sowohl die Zuweisung und Behandlung der Patienten als auch der Tagesablauf insgesamt liefen reibungslos und beispielhaft ab.
الدكتور مزمور إبراهيم رئيس الجمعية المغربية للتداوي التوعوي الصحية. كصيادلة دائما الحمد لله كنتابع الحملة الطبية اللي كتقوم بها جمعية أمانة في المغرب. كنتمنى أن احنا قمنا بهذا العمل ويكون رسالة الصيادلة في هذا الميدان, هذا في الميدان الصحي, لأنه ميدان جد مهم وجد حساس للمواطنين والفئات الهشة بصفة خاصة. Als Anerkennung für unsere wichtige Arbeit besuchte uns der Gouverneur der Region Jrada. Und am Ende des Tages wurde unsere sozial engagierte Aktivität mit einer Ehrenurkunde und einem Geschenk belohnt. Sedia. Eine Kleinstadt aus 8000 Einwohnern an der Mittelmeerküste zählt zu den wichtigsten touristischen Gebieten Marokkos. Aber auch hier gibt es viele kranke, bedürftige und arme Menschen, die wir erfolgreich medizinisch versorgen konnten. Assalamu alaikum, ich bin Gabriela, eine Krankenschwester aus Deutschland. Wir sind heute mit unserer Karawane in Saidia, in einem Krankenhaus. Es ist jetzt der dritte Tag, es läuft sehr gut. Wir behandeln viele Menschen, wir empfinden hier sehr viel Dankbarkeit und Wohlwollen und wir haben große Freude an unserer Arbeit. Ich hoffe, dass die Karawane so gut weitergeht und es macht mir sehr viel Spaß, mit Amane zusammenzuarbeiten. Unsere medizinische Karawane zieht weiter nach Zeyo, eine Stadt zwischen Nador und Berkane. Die Patienten hatten schon sehnsüchtig auf uns gewartet. Unsere Arbeit ging nach der Vorbereitungsphase gleich los. Wir haben Mitglieder, von denen in fast jeder Stadt und in jedem Dorf Familienmitglieder leben, die uns vorbildlich in der Organisation und in der Verpflegung unterstützt haben. Unser nächstes Ziel war eine Schule im wunderschönen Beni Sidel im Rifgebirge in einer idyllischen Landschaft. Unser Augenmerk und Aufmerksamkeit richtet sich in jeder Region, insbesondere auf die Kinder, die unsere Herzen erobern und unsere Arbeit besonders wertvoll machen. Ein Herz für Kinder. Auf unserer medizinischen Tour wurden zwei Kongresse über die Prävention und Therapie von Krebs im gynäkologischen Bereich sowohl in Wujda als auch Nador erfolgreich organisiert. Dabei fand nach der Präsentation renommierter Referenten aus unserem Team ein lebhafter und wichtiger Austausch zwischen den marokkanischen und deutschen Kompetenzen und betroffenen Patienten statt. القوافل الطبية اللي كندير أمانة هو كنجيبو كنتبو التبادل الآراء بين الأطباء اللي في ألمانيا مع الأطباء اللي عندنا في المغرب. هاد القوافل عطت واحد النتيجة مهمة وهذا الشيء كنفتخروا به كأمانة, كنفتخروا المنخرطين وماشي غير أمانة, كيفتخروا به الجالية المغربية في أوروبا والجالية وخاصة في ألمانيا. وهذا الميدان أود أن أشكر جميع الجهات ديال أعضاء المكتب
الأمانة والمنخرطين والجالية المغربية سواء كانت حاضرة أو يعني مع الأمانة أو ليس مع أمانة لأن كنعطي واحد الصورة للجالية المغربية. Wir möchten besonders betonen, dass diese ganze Aktion der Kooperation zwischen Deutschland und Marokko auch unter Unterstützung sowohl der lokalen Behörden hier, aber auch das Ministerium der Marokkaner im Ausland, die uns wirklich nachhaltig unterstützt haben und nicht nur jetzt, sondern auch in den früheren Aktionen. Und wir sind dafür dankbar, und sowie die Stiftung Hassan II., die Stiftung Mohammed V., CCMÖ, all diese Organisationen sind auch dahinter und wir sind natürlich dafür dankbar. Je suis Dr. Al-Bahri Hatim, je suis chirurgien cardiovasculaire et on a organisé cette campagne médicale en collaboration avec l'équipe allemande présidée par le professeur Mcharaoui dans le cadre d'une mission humanitaire nous adressant par cet intermédiaire aux gens qui sont dans certaines régions un petit peu qui ont du mal à avoir un accès à une spécialité de pointe. Je suis le docteur Samira Nhinda, spécialiste de la santé. Je suis cette année, inshallah, avec les unités C3M, DMK et AMANA, les Sharq, et je suis pour les aider à faire cette mobadara. وداز كل شيء مزيان الحمد لله. أنا أمل أزدي موسى، عضوة في جمعية الحياة. ألوغ كنقدم الشكر الجزيل لجمعية سي إم كا ودي إم 3 وجمعية أمانة على هذه المبادرة اللي قاموا بها في هذه المنطقة الشرقية واللي عطات واحد اللمسة لهذه المنطقة. أنا كعضو في هذه الجمعية لي الشرف أننا نكونوا شراكة مع هذه الجمعيات الألمانية. وكنتمناو اننا نزيدوا للقدام ونوطدوا هذه العلاقه وهذه الشراكه. Ich bin Peter Sommerberg und ich bin der Ehemann von Dr. Urte Sommerberg und ich bin kein Mediziner. Ich bin gerne mit Urte mitgefahren in dieses schöne Land Marokko, weil mich das Thema auch persönlich sehr interessiert hat. Eine Kooperation zwischen Deutschland und Marokko im medizinischen Bereich herzustellen. Ich habe hier eine ganze Menge sehr positiver Erfahrungen sammeln können. Unter anderem habe ich, weil ich ja nicht als Mediziner hier tätig war, viel mehr Zeit gehabt, mir die Rahmenbedingungen auch anzugucken, die hier herrschen. Und die Rahmenbedingungen, die haben mich insofern überzeugt, als ich festgestellt habe, dass hier auch eine derartige Kooperation, wie sie durchgeführt wird, wie sie schon seit Jahren durchgeführt wird, absolut notwendig ist. Insgesamt kann ich sagen, das Projekt muss meines Erachtens wiederholt werden, vielleicht in dem einen oder anderen Punkt noch etwas verfeinert werden, aber die Arbeiten, die schon vorgeleistet worden sind in den vergangenen Jahren, beginnen, soweit ich das auch festgestellt habe, mittlerweile fruchtbar zu werden und sich zu vergrößern. Alles im Allem kann ich nur sagen, beim nächsten Mal bin ich wieder dabei. Es war eine emotional anstrengende und dennoch sehr herzerfüllende Tour. Die Menschlichkeit, Liebe und Fürsorge seitens unseres Teams, allen Helfern und Beteiligten gegenüber den bedürftigen Menschen Marokkos zeigt. Wir möchten uns bei allen Ärzten, Vereinen, Gemeinden, Behörden, den Sponsoren, dem Gesundheitsministerium, dem Ministerium für im Ausland lebende Marokkaner und beim Königshaus Marokkos bedanken, insbesondere bei unserem König Mohammed VI. Wir helfen, helft bitte mit.